So. Ich werde jetzt allerdings nicht nach diesem Wurwasch suchen, sondern... oh, Quest kann man aktiv machen. Ich lese jetzt erstmal hier dieses Umgebungskarten-Tutorial. Ja, das ist wohl eine Karte der näheren Gegend oder Stockwerk. Ah, dadurch, dass die Gruppe alles erkundet, wird das gesamte Gebiet sichtbar. Schnellreisepunkte, Questzieler, bla bla bla. Ja, ja, schön. So, Nadoret und Umgebung. Ich würde gerne die Quest mit der Taverne zum springenden Hirsch aktiv machen. Und von daher laufe ich da jetzt mal hin. Mich hier wieder... Oh, da vorne sind Vorgrim und Kuano und die Gefährten. Haltet ein, meine Freunde. Aber hier der Ado, der ist auch nicht dabei. Egal, reden wir einfach mal hier mit dem Kuano. Ich habe etwas über die Piraten herausgefunden. So ist das. Dann solltet ihr rasch in die Taverne gehen und Ardo davon. Alles klar, das werde ich. Ja. Schauen, können wir hier doch schon mal nicht so viel machen. Gibt's auch nur Städter und reiche Städter. Ja, die könnten wir ja eigentlich ein bisschen ihre Geldbörsen erleichtern. Aber ich habe keine Ahnung, wie das geht. Auf in den springenden Hirsch. Und ich trinke jetzt erstmal einen Schluck. Wunderbar. Ja, hier gibt's Gäste. Und den Ado, da ist er ja. Auf geht's. Ah, da seid ihr ja wieder. Schon etwas Brauchbares herausgefunden. Das habe ich in der Tat, und zwar von einem Krämer. Er meinte, er habe zufällig mit angehört, wie zwei Flussleute über die Piraten sprachen. Das ist nicht viel, aber immerhin etwas. Was haben Sie? Nun, dass die vielen Überfälle mit einem Wettstreit der Piraten zu tun haben. Scheinbar dreht es sich dabei um einen Schatz, der im Fluss verloren gegangen sein soll. Um was für eine Art Schatz es geht, blieb im Dunkeln. Das sollte uns schon etwas weiterbringen. Hier, nehmt zum Dank diese Helle als kleine Unterstützung. Habt ihr noch mehr? Na, dann haben wir unsere erste Questbelohnung bekommen. Ein bisschen Geld. Büttelräbiger hat mich ins Vertrauen gezogen, was ein Gerücht bezüglich des Piratenanführers anbelangt. So? Hat es denn etwas mit den Piratenüberfällen? Nicht direkt, doch sagt er, man erzähle sich, der Anführer der Piraten sei exzischen Blutes. Das sollte uns schon etwas weiterbringen. Hier, nehmt zum Dank diese Helle als kleine Unterstützung. Habt ihr noch mehr herausfinden? Leider nicht, aber ich höre mich weiter um. Auf bald. So, dann schaue ich mal ins Questbuch. Geschlossen ist nur das Nachtlager. Ja, ich weiß nicht, da steht jetzt nicht so sonderlich viel. Auch nicht an Details. Von daher... Ja, ich gehe jetzt mal runter zu dieser Schankmatt und rede... Oh Gott, ey. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Ja, wenigstens habe ich mich da jetzt nicht so wie der Patrick verhaspelt während seinem Minecraft Let's Show. Das ihr übrigens unbedingt gucken müsst, ja. Nein, danke. Ich dachte, die gibt uns vielleicht eine kleine Aufgabe. Hier gibt es nur Gäste. Ach du gute Güte. Ich klicke jetzt mal diese Handwerkskiste an und guck, was man da machen kann. Oh, rostige Nägel. Ja, schön, aber den möchte ich nicht hören. Ich werde mich jetzt wieder zum Ausgang bewegen, nachdem ich diese schäbige Kiste zerstört habe. Angriff! Wunderbar. Sandstein und rostige Nägel. Ich baue mir ein Haus aus Sandstein. Ja, nach diesem Ladebildschirm. Das liebliche Fels. Ja, auf jeden Fall werde ich hier jetzt vielleicht doch mal in die Kaverne gehen. Man kann ja nicht schaden. Irgendwann müssen wir es eh machen, von daher... Spielt es ja jetzt keine Rolle, ob wir das jetzt machen. Und ich weiß nicht. Ich weiß jetzt überhaupt nicht, ob ich jetzt noch einen direkten Questmarker gegen den Piraten habe. Nein. Medikus Burwasch. Weil er meint, friedreiche Städterin. Und weiter. Wie komme ich hier jetzt runter?
Ich rede einfach mal mit dem Heiler Manfred. Hereine mit euch. Eigentlich nichts. Ich dachte, ich kann hier Kontakt mit meinem Meister aufnehmen. Scheinbar nicht. Aber hier gibt's ja überall Alkohol. Das ist mir noch was. So. Und wo genau kann ich jetzt in diese Kaverne hinunter? Reiche Städter. Cordo der Faselhans. Und der Preiostempel. Hier kannst du mal einen richtigen Lapdance-Körper ja. Ich kann jetzt nicht. Ihr seid ja unfreundlich. Naja. So. Ein Zeitungsjunge. Der Naturetta-Anzeiger oder ein aventurischen Boten. Nur zwei Heller, die ich bin bereits im Bilde, ich brauche nichts. Dummer Junge hier. Wie komme ich jetzt in diese Kaverne runter? Ich laufe mal hier raus. Wobei, nee, das ist glaube ich... Ja, das ist ein Stadttor. Sowas in der Art. Ich springe jetzt runter. Kann ich nicht. Aber ich laufe jetzt mit Autowalk wieder darunter, weil das sah mir doch so leicht kavernenartig aus. Vielleicht steckt da irgendwo der Eingang. Zoome ich ran. Aber wahrscheinlich gibt es in Nadoret noch so eine Art Unterstadt, dass hier halt unter dem gesamten Untergrund noch mehr drunter ist und man da eben nur durch dieses Tor laufen muss. Boah, hier wird es aber dunkel. Ich hoffe, es gibt hier Gegner. Das würde ich sehr begrüßen, weil ich ja auch ein bisschen Action in diesem Let's Play drin haben möchte. Und jetzt endlich sollte es auch alles komplett in 16:9 ohne schwarze Ränder als Video dann auf YouTube geben. Weil ich habe das vorher nie bemerkt, dass es hier schwarze Ränder gab. Scheinbar bin ich halb blind. Oh, ich sehe schon Schaden. Meister Wirrwarr, ich komme und rette euch nicht. Hier gibt es so eine Art Arena, wie mir scheint. Ah, da ist Medikus Wurwasch. Gerne. Auf wen wollt ihr setzen? Kämpfen Kröppelmacher Reto und... Also eine Dukaten sind wohl vielleicht doch ein bisschen zu viel. Ich red lieber mit Medikus Wurwasch. Fex zum Gruße, auch ich bin im Namen des Foxes unterwegs. Medikus Wurwasch, zu euren Diensten. Man sagt, du kennst die Silberfüchsin. Wer ist die Silberfüchsin? So, sagt man das. Und wer stellt mir die... Jemand, der eine Statue vom Schreibtisch Stova Störrebrand sein eigen nennt. Ich habe gehört, dass die Füchsin reges Interesse daran hat. Das ist allerdings wahr. Sollte ich dich auch nicht länger aufhalten. Geh ein Stück zurück, dann rechts über die Brücke und links halten. Dort steht dann ein übel aussehender Kerl namens Sandor. Sag ihm, du willst zu Dilgar und frag ihn, ob er nach goldenen Gänsen Ausschau hält. Danke, Wurwasch. So. Schauen wir mal hier rein. So. Wo genau muss ich denn hin? Ah, da in die Ecke muss ich. Geht's doch hier gleich weiter. Meine Vermutung mit dem Untergrund war schon recht korrekt. Das wäre relativ cool designt, finde ich. Ina Corbin, mit der kann ich auch mal reden. Nicht so unfreundlich, was macht ihr hier? Nichts, was soll ich hier machen? Ich stehe und warte. Auf was genau wartet ihr? Auf meinen Sohn. Nun gut, ich lasse euch in Ruhe. Gott, hey, je sind die Leute hier unfreundlich. Ah, da ist ja der Sandor. So unfreundlich sieht er gar nicht aus. Ich will zu Dilgar. Das wollen viele. Ja, und deshalb hältst du nach goldenen Gänsen Ausschau. Dann gehörst du also zu unserer Zunft. Habe ich mir doch gleich. Ich suche die Silberfüchsin. Dann tritt ein in die Nadoretta Diebesgilde. Und frag nach Dilgar Panek. Nur herein. Gerne.
Oh, Diebesgilde, also das gefällt mir, ja. Da habe ich mir scheinbar die richtige Klasse ausgesucht. Ja, also Clown ist eigentlich immer recht cool, finde ich jetzt persönlich. Ich weiß ja nicht, wie ihr das so findet. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr für so eine Klasse gespielt hättet. Ob jetzt eher ein Magier, Krieger oder wie ich eben Dieb gespielt hättet. Ja, wäre ganz cool. Ich rede jetzt auf jeden Fall mit Dilga Panik. Sei gegrüßt. Mein Name ist Tass der Heuchler. Ich bitte in aller Bescheidenheit um eine Audienz bei der Silberfüchsin. Die steht vor dir. Ich bin bereits über. Oho, ich habe hier etwas, das könnte dir gefallen. Wo hab ich's? Wo ist es denn? Ich hab mir vorhin erlaubt, deine Tasse zu finden. Wann denn? Meines guten Freundes Störrebrand. Ja, ja, dieser Störrebrand. Man tut, was man kann. Gute Arbeit. Mit dem alten Stover habe ich noch einen Handel offen. In Fexens Sinne, was war langsam für dich? Würdest du mir ein paar Tricks beibringen? Sicher. Doch lass mich zunächst sehen, was du schon alles brauchst. Gerne. Dein Ehrgeiz gefällt mir. In den Gewölben zu meiner Rechten warten einige Prüfungen auf dich. Für jede bestandene Prüfung bekommst du ein Emblem. Ich bin gespannt, wie... Ich werde die Silberfüchse nicht enttäuschen. Ja, dann haben wir diese Prüfung. Hey, du darfst mich bestehen. Und ich wiederum darf nichts davon bemerken. Also, schleich dich schön vorsichtig an mich heran. Ich komme mir irgendwie leicht hysterisch vor. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Wunderbar, aber sei vorsichtig. Wie schleiche ich denn? Das nennst du Schleichen. Ja, ich wüsste ja gerne, wie ich schleiche. Mal gucken mit C. Sonderfertigkeiten. Nahkampf, Fernkampf, Defensiv, Zauberrezeptbuch, Kampftalente, Talente. Ja, wie schleiche ich denn nun? Gibt's hier irgendwo eine Ausbildung? Fexens Novize? Ah. Da schleiche ich mich doch hier mal an diese Odila. Und werde sie gleich mal um ihr Geld erleichtern. Jemand, den einer deiner Helden bestehen kann, befindet sich in der Nähe. Wähle mit Rechtsklick Taschendiebstahl aus und der selektierte Held würfelt eine Probe, um das Gegenüber zu bestehlen. Versagst du, wirst du verdächtigt und erhältst einen massiven Abzug für jeden weiteren Versuch für eine gewisse Zeit. Du kannst den Ausgang jeder Probe in der Konsole nachlesen. Ein Werkzeug ist hierfür übrigens nicht nötig. Dein Geld, mein Geld. Hä? Ach Mann. Also, das war wohl nichts. Nur ein Betrunkener hätte da nichts. Das ist nicht fair. Aber gut, in einer solchen Situation ist noch nicht alles verloren. Wenn man dich bemerkt, kannst du dich immer noch herausreden. Wir nehmen mal an, ich bin das misstrauisch gewordene Opfer. Du siehst zwar nicht unbedingt so aus, aber ich nutze meine Fantasie. Hey da! Was fingerst du an meinen Sachen? Überreden, Verzeihung, ich bin nur gestolpert. Überreden. Der Stoff eurer Kleidung ist mir ins Auge gesprungen. Ich muss ihn einfach berühren. Sagt, zu welchem Schneider geht ihr? Oh, holde Dame, ich muss euch einfach berühren. Eure Anmut zog mich magisch an. Oder ist es das liebliche Parfüm, welches euch umgibt? Der Stoff eurer Kleidung. Och, Mann! Mehr fällt dir nicht ein? Und was nun? Och, Mann, warum klappt es denn nicht? Überfleißig an deinen Fähigkeiten. Das ist nett von dir. Danke. Im Raum nebenan wartet deine nächste Aufgabe. Das finde ich jetzt nicht fair. Jetzt bekomme ich kein Emblem. Schmeicheleien für die unbescholtenen Bürger da draußen. Ich laufe jetzt normal. Beziehungsweise verzaubere ich mich erstmal selbst. Mit so ein paar netten Zauberchen, die sicherlich
sehr profitabel sein werden. Was hier? Ah. Ich bin Bardo. Siehst du diese Truhe dort? Was denkst du? Ich soll das Schloss knacken. Messerscharf kombiniert. Wenn du es schaffst. Dann versuche ich mal mein Glück. Noch etwas. Du weißt ja, mit bloßen Händen ist es sehr schwierig, ein Schloss zu knacken. Wende dich an mich, wenn du Werkzeug benötigst. Ich benötige Werkzeug. Ich sehe das Emblem noch nicht in deinen Händen. Brauchst du das wäre nett. Das Schloss zu öffnen? Hier, versuche es. So, schleich mich mal an dieses Schloss an. Knacke es. Eine Probe auf Schlösserknacken öffnet alle Schlösser, für die dein Held eine seine Probe schafft. Nutze Werkzeuge wie Haarnadeln oder Dietriche, sonst erhält er einen massiven Abzug. Schafft der Held die Probe nicht, sollte er für einige Zeit zittrige Hände ein Malus auf jeden neuen Versuch. Den genauen Verlauf der Probe findest du in der Konsole. Komm schon, Tass! Du schaffst das! Oh. Jetzt warte ich immer den zittrige Hände-Debuff ab. Das muss ja irgendwie klappen. So. Versuch. Nummer 2. Oh. Keine Ahnung, vielleicht habe ich, als ich es noch konnte, oder habe ich überhaupt hier... Nein, ich habe noch Steigerungspunkte. Hey, was? So. Warum kann ich den nicht steigern? Naja, das geht scheinbar nicht. Oh nein, warum habe ich das während dem zittrige Hände-Debuff gemacht? Warum? Ich bin so untalentiert. Das ist unglaublich. Da zauber ich mir doch lieber eine nette Kugel herbei. So. Erneuter Versuch. Irgendwann muss es doch klappen. Fex ist scheinbar nicht mit mir. Schon tragisch, schon tragisch. Ich will dieses verdammte Emblem haben. Ende. Sofort. Uff. Yay. Misslungen. Ich bin top motiviert. Das wird so wohl nix. Ich probiere es nochmal. Ich habe da ja auch keine Einwirkungen drauf. Das ist ja reiner Zufall, was hier passiert. Und das, ich konnte sie nicht mal überzeugen. Kann ich denn überhaupt was? Kann ich kämpfen, nicht überzeugen? Keine Schlösser knacken. Wie viele Dietriche habe ich denn noch? 10? Ach so, ich habe hier gar nicht das Schlösserknackenteil eingesetzt, sondern ich habe immer nur versucht, das Teil zu öffnen. Oder wie? Scheinbar noch nicht. Nein, stopp. So, ich warte jetzt nochmal ein bisschen ab. Ganz ehrlich. Bevor diese Kiste nicht offen ist, verlasse ich diesen Raum nicht. Und bevor diese Kiste nicht offen ist, beende ich auch diese Aufnahme nicht. Das ist doch unmöglich. Es muss doch wohl zu schaffen sein, diese verdammte Kiste aufzumachen. Schlösser knacken, THW Malus. Erschwert um 0, Misslung. In... Ja... Schön. Steht auch nichts Interessantes drin in der Konsole. FF208. In 10 FF9. FF14. Muss ich nicht verstehen, hoffe ich. So, und der nächste Versuch. Ach, ich mache das jetzt einfach so. Ich stopp jetzt mal kurz die Aufnahme und fange wieder an aufzunehmen, wenn ich das geschafft habe. Also, ich krieg dieses verdammte Schloss einfach nicht geknackt. Deshalb werde ich jetzt einfach mal googeln, ob es da irgendeinen Trick gibt oder so. Ich habe jetzt sogar hier nochmal Schloss knacken. Hä, was Hölle? Minus 10? Achso, das ist wegen zittrige Hände. Geskillt. Meine Haarnadeln verbrauchen sich zum Beispiel auch gar nicht. Aber ich kann damit nichts knacken. Von daher
werde ich mich da mal ein bisschen informieren. Auf jeden Fall, ich hoffe, es hat euch gefallen. Kommentiert doch ein bisschen. Eventuell guckt euch mal die anderen Videos an und abonniert uns. Das wäre sehr cool. Gebt uns aber auf jeden Fall Feedback zurück, beziehungsweise jetzt in diesem Fall mir. Das fände ich echt cool und bis zum nächsten Mal bei Drakensang am Fluss der Zeit.